Waren die denn eigentlich schwer? Den Jedi? Hm? Hab ich noch nicht gemacht. Bei mir steht da Stufe 30. Wie Stufe 30? Wenn ich da rechts oben drauf klicke, dann öffnet sich ja das Tagebuch und da steht bei Aufgaben daneben Stufe 30. Und dann darunter besiege ich. Das ist deine Levelstufe. Wow, okay. Geil. Dann gehe ich dir heute bestimmt noch klatschen. Ich muss mich kurz stumm. Mein Sith Lord, es ist mir eine Ehre. Wie gefällt euch Balmorra bislang? Wirkt ziemlich belanglos, was? Wir sollten über die Mission reden. Getarnte Truppen des Widerstands haben die imperialen Außenposten infiltriert, starten Blitzangriffe und hinterlassen keine Spuren. Das Imperium meint, sie sind nicht zu besiegen. Ich sage, sie sind es doch. Woher solltet ihr wissen, wie man sie besiegen kann? Man sieht sie nicht, bis sie einen töten, so sagt man. Aber ich habe die Technologie gebaut, mit der sie sich verbergen. Ihr Lager ist in der Gorinth-Wildnis. Aber sie haben rundherum Minen gelegt, um Fremde fernzuhalten. Passt auf, wo ihr hintretet. Mit diesem Gerät könnt ihr die getarnten Kämpfer entdecken. Aber sie sind schnell. Wenn ich euch noch einen Rat geben darf, schlagt behende und brutal zu. Das klingt ganz nach meinem Geschmack jetzt. Guerillakampf. M, hallo M. 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 Hä? Ich kann meine Mini... Leute, wollt ihr mich verarschen? Die Map ist deaktiviert in der Aufgabe. So Arschlöcher. Selbst meine Hotbar ist weg. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Weil ich muss jetzt erst mal die Aufgabe hier machen. Ich weiß ja zum Glück die ersten drei. Freu dich bei der Quest. Bei welcher? Du siehst deine Attacken nicht und du musst die Leute jedes Mal neu anklicken, um anzugreifen. Das heißt, also wie gesagt, bei welcher? Du Scheiße, irgendwas mit Verkleidung ist das. Mal schauen. Mission abgeschlossen, offen. Welche denn? Das kann ich natürlich nicht einsehen. Aber wie soll ich denn jetzt das Ding hier anwenden, wenn ich keine Hotbar habe? Was ist denn das für eine Logik? Oder habe ich die irgendwie deaktiviert? Hä, hey, aber kannst du denn ganz normal kämpfen, wenn du ungefähr weißt, auf welchen Zahlen das belegt ist? Ich komme nicht mal in die Einstellung rein. Wenn ich jemanden anklicke, kann ich zum Beispiel die 1 drücken für den Standardangriff. Aber genau. Der führt den nur einmal aus. Ich muss dann das Ziel erneut anklicken, damit er wieder den Standardangriff oder irgendeinen anderen Angriff auswählt. Das ist halt irgendwie sowas Guerillatechnisches. Ich weiß das nicht. Komisch.
Aber ich, ist aber scheiße, wenn ich jetzt hier, dass man ins Menü, ins Inventar gehen muss. Kann's ja auch irgendwie nicht sein. Aber was soll ich denn bitte schön gedrückt haben? Das. Jetzt mach doch mal die Einstellung. Ich komme nicht mal in die Einstellung rein. Lol, sag bloß, die Mission ist so kacke abgerannt. Von 9 habe ich jetzt besiegt. Wow. Aber gut, nur noch 3, dann habe ich sie. Zu dem Dulli sofort zurückkehren, ey, Arschlecken hier. Ich kann nicht mal meinen Raumkleid da auswählen, mit dem ich hier durch die Gegend gleiten kann. Oh. Es ist machbar, aber kompliziert. Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut, Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord, erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Und? Hallo? Was war denn das? Keine Überraschungsangriffe mehr. Gut, Captain Rigel ist am Holo. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord, erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit über die Zusammenarbeit mit euch auszudrücken. Operation Umschwung war erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ja, und? Ich kann nichts auswählen.
Hallo. So, ich habe jetzt, ihr habt ja gesehen, die Mission, da ging gar nichts mehr. Ich hab mich jetzt nochmal abgemeldet und connecte neu auf den Server, um zu schauen, ob es jetzt weg ist, weil was ist denn das für eine Quest mit mir? Ich quatsche einen Holotyp sie an und ich kann keine Antwort auswählen. Das ist scheiße. Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe eigentlich auch keine Taste irgendwie gedrückt, dass das weg ist. Jetzt ist es... Ich sag nichts mehr. Jetzt können wir da ja noch anquatschen hier. Keine Überraschungsangriffe mehr. Oh, Captain Rhino ist am Hohen. Er möchte mit euch reden. Mein Sith Lord erlaubt mir meine äußerste Zufriedenheit. Wenn ihr wisst, was ich für eine Taste gedrückt habe, schreibt es mir in die Kommentare. Erfolgreicher, als ich mir hätte vorstellen können. Man munkelt, dass der ehemalige balmoranische Verteidigungsminister Vol Argen nach Balmora kommt. Er spielt uns direkt in die Hände. Ich hoffe, er taucht auf. Dann bringe ich ihn um. Das hoffe ich auch. Nun, da die Wildnis wieder sicher ist, sind wir bereit für den letzten Angriff. Colonel Vrain, Leiter des imperialen Gebietssicherungskorps, ist hier, um die Mission zu beaufsichtigen. Er ist beim Sundari-Außenposten in Angriffsreichweite des Hauptstützpunkts des Widerstands. Jetzt oder nie. So. Also, ich habe jetzt einfach mal neu connected. Jetzt ist alles wieder da. Ich frag mich ernsthaft, was ich gedrückt habe. Du kannst es gerne versuchen. Ich hab nicht mal die Beschützerung des Padawans erledigt bekommen. Ach so, nee, ich bin ja hier bei dieser Quest. Ich sag's nur, ich fühle mich gerade voll scheiße. Wo hat man das nur so eine Soldatin war? Captain Nedis, melde dich bei Colonel, schieß mich tot. Heldenmission. Hä? Generatoren anvisiert. Waffen bereit. Luftangriffskommandant Nedis zu euren Diensten. Einen Moment. Bei Bereitschaft feuern, Falkenanführer. Bomben sind unterwegs. Generatoren zeigen keinen Schaden. Sollen wir noch einen Anflug starten? Ach, was hätte das für einen Zweck? Die hat man doch schon. Zur Basis zurückkehren. Da habt ihr es. Die Schildgeneratoren des Widerstands sind so gut wie unbesiegbar. Zu verschanzt für unsere Bomber. Zu gut gepanzert für... Nee, das haben wir doch schon. Wo muss ich jetzt in Verkleidung? Melde dich bei Colonel. Leck mich am Arsch. Hä? Wo soll denn der Dulli sein? Wollt ihr eure Ausstattung aufstocken? Lichtschwert des Schülers. Meins ist weitaus besser. Lichtschwert Lanze des erleuchteten Geistes. Oh, die ist besser als meine. Aber, hä, wieso kann ich die nicht nutzen? Ah, da erfordert Doppellichtschwert. Arschloch. Enthält einen zufälligen Nebenhandgegenstand. Er enthält keine Waffe für den beidhändigen Kampf. Schade. Viel Glück bei der Jagd. Captain Eldis. N4, leck mich am Arsch, verkleid. Ich muss bis da hoch.
Mann. Zu Ihren Diensten, mein Lord. Hangar steckt im Hangar an der Außenposten, Einsatz bei Könnene Variant. Im Hangar im untersten Geschoss. Das kann ja dann eigentlich nur dort sein. Da bin ich ja. Reiseroute bestätigt. So, sind wir jetzt richtig? Verkleidung nach da unten. Mein Sith Lord, lasst mich der Erste sein, der euch versichert, wie sehr eure Taten geschätzt werden. Heute nimmt der balmoranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten. Ich will den Verteidigungsminister selbst töten. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir einen so mächtigen Patrioten wie euch auf unserer Seite haben. Die Fabrik wird noch vor Einbruch der Nacht zerstört sein. Das schwöre ich. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen. Die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Vol Argen begegnet, tötet ihn. Es wird Zeit, dass wir dieser Schlange das Gift rauben. Seid aber vorsichtig. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Zur Waffenfabrik. Auf und davon! Ja,
Ich muss den Weg jetzt folgen bis zur zweiten Abzweigung. Okay. Diese hier werde ich aber jetzt fahren. Erste. Zweite. Großer Droide. Jetzt muss ich da lang. Geil! Ich sehe hier gerade von der Republik einen Kampfläufer. Das Ding sieht aus, als ob es eine Brille auf hat. Ei, ei, ei. Ja, jetzt bin ich richtig. Jupp, die sehen alle so aus. Also wenn du so einen großen, vierbeinigen Kampfläufer siehst, guck die mal von vorne an. Die sehen aus, als ob sie Brüllen auf haben. Ich bin so rumgelaufen. Das und das. Wash. Schon.
Da lang. Weißt du eigentlich, was man mit diesen Vermächtnispunkten machen kann? Nee. Hab ich noch nicht herausgefunden. Da bin ich ja mittlerweile auch schon Stufe 2. Das war ja ein richtiger Spieler. Down, der Idiot.
dann lege ich jetzt hier einen kurzen Cut ein.